Freunde, heute werden wir die reichste Familie aller Zeiten. Denn ich werde so hart arbeiten, dass wir eine fette Villa bekommen und mit einem dicken Auto, mit einem Sportwagen, mit einem Bugatti, mit einem Lamborghini, der aus Gold ist, keine Ahnung was alles. Aber, Freunde, das Ding ist, nicht nur ich versuche reich zu werden, sondern auch Oxy. Oh ja, Okri, und ich werde super reich. Das glaube ich nicht. Dann würde ich sagen, lass uns direkt anfangen. Und weißt du, wie viel Cash ich schon habe, Alter? Schon 10.000 Cash habe ich angesammelt. Was? Okri, ich würde sagen, lass direkt starten. Du hast 10.000 Cash, Bro. Ich habe jetzt schon 3.000 Cash direkt. Hä, wieso hast du bitte so viel? Du hast früher gestartet als ich, oder nicht? Keine Ahnung, warum ich so... Oh, hier kann man direkt in der Garage sein. Oha. Siehst du das? Okri, Alter, schau mal, man kann sich hier direkt einmal alles holen. Lichter und so. Oha, wie cool ist das? Bitte direkt einmal die Einfahrt bauen, ne? Hast du schon deine Einfahrt gebaut, Okri? Ich kauf mir ein Starterpaket. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, wie cool ist das bitte? Oh, warte mal, Schildkröten-Gang, wir werden uns heute einfach diese ganzen Autos hier einfach kaufen. Oha. Ey, Okri, Bro, ich hab schon ein Porsche. Ich hab einen Porsche gekauft. Ja. Da gibst du etwa Robux aus, oder was, Okri? Ich hab grad nicht fett Robux ausgegeben. Ey, Leute, alle Like abonnieren, damit ich meine Robux zurückbekomme. Freunde, wenn ihr wollt, dass ich auch ein paar Robux ausgebe, dann lasst ein Like und Abo da auf 3. 1, 2, 3. Liken, abonnieren und... Was? Alter, Okri, meinst du ernst? Alter, du bist auf einmal ganz oben, Junge. Das ist voll unfair. Weißt du was? Ich werde mich hier jetzt dieses doppelte... Okri, ich werde mir jetzt doppeltes Geld kaufen. Oh yeah, Baby. Und weißt du, was ich jetzt noch machen werde, Okri? Ich werde mir jetzt einfach etwas aufladen, womit du Auge machen wirst. Bist du bereit, oder was? Ey, Orks, ich habe mir gerade einfach aus Versehen für 100.000 einen zweiten Parkplatz gebaut, obwohl ich das gar nicht brauche. Ich habe gerade einfach mal ganz Cash ausgegeben für nix, was ich überhaupt nicht brauche, weil ich nur ein Auto habe. Orks, wie kann man das Auto hier ausrüsten? Bro, ist die Frage jetzt. Ich habe keine Ahnung, aber weißt du, was ich mir jetzt holen werde, Okri? Du wirst so Auge machen, Bro. Hast du schon eine Idee, was ich mir holen werde, oder was? Nee, keine Ahnung. Ich werde mir einfach einen blauen, sag ich schon. Ich meine, ich habe mir gerade einfach einen grünen Mercedes AMG gekauft, Bro. Ey, Orks, wo kann ich mein Auto ausrüsten? Ich habe irgendein Auto gekauft, aber ich weiß gar nicht, wo Warte mal, ausrüsten. Kann. Leute, schreibt mal in die Kommentare rein, wenn ihr es wisst, aber wir werden es auf jeden Fall schon rausnehmen. Schaut euch das mal an. Meine Mega-Villa ist schon zu 2% vollendet. Wie weit ist deine schon, Okri? Junge, ich hab voll reingepupst, Alter. Weißt du, wie viel Robux hast du? Du bist ganz oben. Du hast 2.930.000 Cash. Oh yeah. Aber was? Schau mal, der über mir hat 29 Millionen, Alter. Das ist schon krass, oder nicht? Wir müssen reicher werden. Alter. Ich werde heute Milliardär, Oxy. Okri, ich werde heute der Allerreichste. Du wirst hier eher so ein Billy-Pups-mäßig. Ich habe bisher nur meine Garage. Mein Haus ist noch gar nicht fertig. Ich muss mein Haus bisschen bauen. Ey, Junge, du hast schon eine Garage. Bro, ich habe hier gerade mal ein paar Wände, Alter. Okay, warte, ich baue jetzt mal die Wände einmal aus. Du kannst richtig viel bauen, wenn du so viel Cash hast. Let's go! Alter, ich werde jetzt so viel einfach bauen. Okri, ich werde jetzt einfach reinsprayen. Weißt du, wie viel ich gerade baue? Oha, das mal, Leute. Ich kann es mir schon vorstellen, Alter. Ey, du hast bestimmt gecheatet. Hast du schon einen Teppich oder was? Alter, Fenster und so. Du hast so viel Cash, du kannst dir alles bauen. Ich habe mir auch eine Garage geholt. Ich werde die allercoolste Küche bauen, das allercoolste Wohnzimmer und das allercoolste Villa-Haus. Oh yeah. Willst du eigentlich auch in einer Villa, Okri? Du lebst ja auf Malta, oder nicht? Da lebst du auch in einer Villa, oder nicht? Ja, hier habe ich auch eine Villa. In echt habe ich eine Villa, aber in Roblox noch nicht. Das brauche ich hier nur in Roblox. Ich habe in echt keine Villa, aber in Roblox eine Villa. Oh yeah. Let's go, Leute. Boah, ey, ich habe mein Wohnzimmer fertig, Junge. Wie cool ist das bitte? Alter, ich habe ein Garagentor. Leute, so cool. Ja, Okri, wenn du das gerade sehen könntest, ne? Das sieht so cool aus. Aber Leute, am Ende werden wir sogar alles vergleichen, oder nicht? Wir fahren mit dem Auto rüber, weil Oxy, du bist ja da hinten irgendwo. Ich fahre dann zu dir und dann schauen wir mal, welches Haus cooler ist am Schluss. Ich sehe dich auch, Bro. Du bist da ganz vorne irgendwie. Bei mir ist dein Charakter irgendwie in der Luft. Wie geht das? Naja, ich glaube, du bist einfach dann auf der Seite. Ne? Du auf der Seite ja, stimmt, hast du recht. Oder warte mal. Und dann kann einfach mit der Brücke rüberfahren. Ja, aber Oha, Orks, jetzt sag mal hier, Junge, wo mein Auto ist, Alter, was ich mir gekauft habe. Kagelbahn gekauft, dein Einkommen ist. Okay, ich glaube, du musst erstmal dein Haus ein bisschen aufbauen. Ich weiß noch nicht, wie weit du mit deinem Haus bist. Aber bei mir, Junge, ich laufe hier rum und alles baut sich automatisch auf, Junge. Wie cool ist das bitte? Cash hast, Alter. Ich habe mein ganzes Cash für den zweiten. Go, let's go, let's go. Orks, hol dir auch mal eine zweite Garage. Das ist richtig praktisch, vertrau mir. Zweite Garage. Ey, du willst mich nur sabotieren, Junge, weil du deinen Cash dafür ausgegeben hast, oder? Sei mal ehrlich. Okri, weißt du, was ich habe, Bro? Ich habe einfach eine Bowlingbahn bekommen. Alter, Schildkröten-Gang, wer von euch alles mal mit mir... Ey, Leute, wer alles mal mit mir und Okri hier beim Bowlingbahn spielen will, Leute, schreibt mal euren Roblox-Namen in die Kommentare rein. Dann werden wir uns ein paar Leute rausgeben und in die Villa einladen. Und dann werden wir gemeinsam mit euch ein bisschen auf meiner Bowlingbahn spielen. Ich glaube, Okri, du hast keine Bowlingbahn, oder? Nee, ich glaube nicht, oder? Ich habe hier vorne einen Tisch, Junge. Oh yeah. Ich habe hier sogar zwei Fernseher. Alter, Fenster kann ich mir nicht leisten, leider. Okri, ich habe hier zwei Fernseher in meinem Zimmer. Wozu braucht man bitte zwei Fernseher? Sei mal ehrlich, bitte. Das macht gar keinen Sinn, oder? Keine Ahnung. Ey, steht bei dir auch irgendwie kostenloses Auto? Oder du weißt? Ja, das stand da auch, aber ich hab's nicht bekommen, deswegen ich hab's einfach gelassen. Ja, ich krieg's irgendwie auch nicht. Boom, 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 boom. Alter,
Leute, schaut euch das mal an. Das sieht so cool aus. Ey, gekauft. Ich glaube, ist das jetzt eine Toilette? Hast du schon eine Toilette oder was? Du hast ein Auto, ehrlich? Ja. Oha, Leute, ich habe einfach eine Toilette. Ich würde sagen, Leute, einmal bitte nicht hinschauen, ja? Okay, und bam, perfekt. Du kriegst mal kurz auf Toilette. Hast du es gehört oder nicht? Ich habe es ein bisschen gehört, auch, aber ich will mir das überhaupt gar nicht vorstellen. Ich versuche hier gerade die Autos irgendwie zu bekommen, aber ich muss hier überall Robux ausgeben. Naja, Ukri, während du mit deinen Autos da irgendwie irgendwas machst, ich habe jetzt schon meine zweite Etage mit einem Balkon, mit einem Wasserfall und Alter, mit no einem way. Pool. Oh, oh yeah, baby. Ja, Alter. Da ist mein Auto. Da ist mein Porsche, Leute. Dach. Ich hab's nicht gemacht. Ey, wie platziert man? Sag schon, wie hast du es platziert? Oh, was? Ich hab ein Sportauto. Ey, sag schon, Ukri, wie hast du es platziert, Junge, bitte. Hä? Was? Das ist voll unfair. Hä? Warum willst du mir nicht sagen, Junge? Ey, Alter, das ist voll fies von dir, ganz ehrlich. Das ist ein Porsche, oder, Leute? Das sieht aus wie ein Porsche, Leute. Aber, Bro, ich hab einfach zwei Toiletten, Alter. Leute, habt ihr in Real Life auch zwei Toiletten in eurem Haus? Schreibt's mal in die Kommentare rein. Ich hab zwei Toiletten zu Hause. Aber jetzt sag mir schon, wie hast du deinen Porsche da platziert? Bitte, ich will's unbedingt wissen. Komm schon, Ukri, bitte. Zeig ich dir nicht. Och, Mann, warum willst du mir nicht sagen? Ich hab einfach alles, ich hab die ganze Zeit geschaut und irgendwo stand da einfach Spawn. Und dann hab ich da drauf Spawn. Ah, wahrscheinlich beim Parkplatz, oder was denkst du? Ja, du musst auf den Parkplatz draufgehen, auf den für 100.000. Du musst erst einen zweiten Parkplatz kaufen. Okay. Mein ganzes Geld ist gleich weg, aber ich habe schon eine Garage. Hast du schon eine Garage? Ich meine, wenn du gar keine Garage hast, dann kommen irgendwelche, du weißt ja, wie das ist, dann kommen irgendwelche Neider und zerkratzen das Auto, Alter. No, das ist nicht gut. Okay, Alter, mein Haus hat so eine dicke Tür bei dir auch, eine richtige Glastür und die Fenster sind auch so richtig modern. Ja. Alter, Leute, so ein Haus will ich in Real Life haben. Alter, das sieht so schön aus. Das werden wir uns irgendwann kaufen in Real Life Orks, ich vertraue mir. Wenn alle Like da lassen, dann schaffen wir das wirklich, Leute. Oh ja, okay, let's go. Ich würde sagen, oben ist auf jeden Fall noch eine Wand. So, kann ich einmal alles ausbauen. Oder ich komme erst am Schluss vorbei. Willst du? Ey, Ox, sag mir nicht, du hast jetzt auch den Parkplatz da für 100.000 gekauft. Ich sehe dich gar nicht mehr. Oh nein, ich hab den noch gar nicht. Warte mal, hä? Du hast ja jetzt doch genauso viel Cash. Ich hab mein ganzes Haus aufgebaut, Ukri. Denk doch mal nach, kleiner Junge. Ey, warte mal, ist dein ganzes Haus schon fast fertig oder was? Ich bin hier ja, klar, du kannst es gleich mal anschauen. Ey, ich komme gleich rüber. Ganz am Schluss komme ich rüber, Leute. Aber Ukri, wie kann ich mein Auto bitte platzieren? Wie du die platzieren kannst, dein Auto. Ja, du musst es einfach suchen. Ich weiß nicht, welches du hast, aber du musst es suchen halt. Okay, ich finde schon. Und danach tust du auf Spawn drücken. Ich habe so lange. Ah, Schildkrötengang, ich hab's gefunden. Hier kann man sein Auto. Was hast du denn für ein Auto überhaupt? Okay, ich probier's mal aus. Alter, Leute, Alter, ich habe einfach eine richtig coole S-Klasse vor der Haustür. Wie cool ist das bitte? Ich habe mir erstmal ein AMG geholt, Ukri, weil ich dachte mir erstmal ein AMG und danach eine Sportklasse, weißt du? Also erstmal eine S-Klasse, weil die ist auch voll also cool von Mercedes. Porsche ist ziemlich cool, aber ich würde auch schon gerne, guck mal, ich sage euch ehrlich, hier auf dem zweiten Parkplatz würde ich schon hier gerne so ein Ding zu haben, Ukri, ne? So ein McLaren. Ich sag dir ganz ehrlich, mein Alter, McLaren ist viel zu teuer, 12 Millionen. Was? In Mühe kostet er 12 Millionen. 50 Millionen kostet er hier. Ey, Ukri, ich sag dir ganz ehrlich, ne? Guck mal, ein Mercedes, der kostet ungefähr so 100.000, das ist ja voll in Ordnung. Aber wenn du dir einfach so ein Sportauto kaufst, so ein Lamborghini oder so, der kostet 500.000, vielleicht sogar 300.000 ein, aber das ist schon echt viel. Das ist krass. Deswegen erstmal so ein schicker Mercedes, Junge, dann kann man weiterdenken. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen uns jetzt unser Geld abholen, weil ich habe kein Geld mehr, Bro, Ukri, ich habe kein Geld mehr. Ich bin einfach wieder unter dir jetzt. Ja, ich bin aber auch fast genauso wie du. Aber weißt du was? Ich gehe jetzt zum Briefkasten und weiß, wie viel Geld da auf mich wartet. Nee. Bro, ey, Ukri, schau mal bitte auf die Liste jetzt, okay? Liste? Wie viel hast du jetzt im Briefkasten? 3, 2, 1. Was? 200.000 war in meinem Briefkasten drin, Bro. Wieso war das so viel? Alter. Schildkrötengang, let's go. Alter, und wir werden uns damit direkt unser Haus weiter ausbauen. Ey, Orks, Alter, sieht das cool aus. Mein Haus sieht schon mal cool aus, würde ich sagen. Mein Wohnzimmer ist schon fast fertig hier vorne. Ey, Orks, Ukri, dein Wohnzimmer ist fertig. Es reicht also, mir, Alter. Jetzt reicht mir. Ich sag dir ganz ehrlich, Ukri, dein Wohnzimmer ist fertig. Ist ja ganz cool für dich. Hast du doppeltes Geld? Aber bei mir ist, ja klar, habe ich mir doppeltes Geld geholt, Junge. Ist das 56 Robux? Oh yeah. Nee, doppeltes Geld habe ich nicht, oder? Doch, doppeltes Geld habe ich auch, Alter. Let's go. Ukri, man kriegt für 600 Robux 2 Millionen Cash, Junge. Aber das ist viel zu teuer, Alter. Das hole ich mir nicht. Okay, ich guck mal, ob ich mir irgendwas holen kann, Leute. Hol dir lieber X2 Boost, damit bist du schneller auf jeden Fall dran. Ich hab mein Wohnzimmer ausgebaut, Ukri. Ich hab mein Wohnzimmer ausgebaut. Ey, Leute, ich gebe jetzt hier nochmal richtig fette Robux aus, Alter. Ich muss es tun. So, Leute, bam, 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 bam. Let's go. Warte. Ich kauf mir richtig fette Robux. Alter, Ukri ist voll cool. Weißt du, was ich jetzt machen werde? Ukri, weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich hab hier mein ganzes Wohnzimmer fertig jetzt. Schau mal, ich bin jetzt über dir. Ich bin über dir. Alter, wieso hast du bitte so viele Robux geholt? Leute, ich muss auf jeden Fall gleich noch mehr ausgeben. Lasst alle Like und Abo da, wenn ihr da Bock drauf habt. Und Leute, schreibt mal in die Kommentare, was denkt ihr? Wer wird ein cooleres Villa-Haus bauen? Ich oder Ukri, Leute? Also ich sag ganz ehrlich, Ukri ist noch nicht so weit wie ich. Aber gleich schon, guck mal, wie viel Cash ich mir gekauft habe. Obwohl, du hast jetzt einfach das Doppelte. Du bist ja viel weiter als ich, ne? Oh ja, ganz genau. Ich hatte ja eben schon so viel. Wie viel hast du da eigentlich ausgegeben, Junge? Das Coole, ich habe einmal, Alter, Junge, ich habe einfach einmal dieses X2 geholt und dann einmal noch 400 Robux ausgegeben für Cash einfach. Let's go. Ja, jetzt verstehe, Junge. Ich habe mir nur diesen blöden Parkplatz da geholt und deswegen habe ich einfach kein Geld mehr gehabt am Anfang. Ja, Ukri, warum holst du dir auch einen zweiten Parkplatz? Außersehen bin ich da drauf getreten. Du bist echt der einzige Mensch, der sich einen zweiten Parkplatz holt, ohne überhaupt Führerschein oder ein Auto zu haben, Junge. Ich habe oder du hast nur ein Auto. Ey, hast du Führerschein schon?
Ich habe schon fast meinen Führerschein, ja, aber du noch nicht. Ja, 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 fast. Oh yeah, fast, oh yeah. Hast trotzdem nicht einen Führerschein. Auch wenn du fast hast. Aber ich schau mal, Ukri, zumindest habe ich echt so nur einen Parkplatz. Boah, ist echt so eine Bahnbahn zum Essen, oh, ja, und alles. Guck mal, jetzt sehe ich das auch alles erst. Oha, Ukri, ich habe hier... Alter, ich habe ein riesiges Schildkröten-Aquarium bei mir gerade gespawnt. Wusstest du das? Schildkröten-Aquarium? Ja, 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 ein riesiges Aquarium. Bei dir, ne? Bei dir auch RGB hier, Bowling. Ja, 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 RGB, LED. Ja, und auch noch so ganz, ganz viele andere Sachen. Ey, kennst du eigentlich Cherry Fragrance? Ja, den kenne ich auch. Zweite Etage, Bro. Ich bin schon lange bei der zweiten Etage, Alter. Nein. Willkommen auch mal im Team. Mittagsessen, oh, ja. Wasserfall. Okay. Ich habe einen Infinity Pool bei mir. Ja, sehr cool. Den habe ich auf jeden Fall nicht, Bro. Okay, ich würde sagen, hast Leute, wir holen uns noch einmal die Lichter rein. Let's und go. Man kann auch vergolden, ne? Was bringt das eigentlich, Ukri? Weißt du das? Ey, das ist eine goldene Villa, oder nicht? Eine goldene Villa? Wollen wir das machen vielleicht sogar? Ey, wie viel erstmal noch eine Toilette rein. So, boom. Das kostet 30 Robux, aber das mache ich jetzt noch nicht. Ey, wo kannst du das denn kaufen? Let's go. Das kann man hier direkt irgendwo kaufen. Warte einmal. Okay, Ukri, ich probiere es einmal für dich aus, weil du es so cool findest, ja? Eins. Ey, nein, du willst nicht holen, oder? Für 30 Robux. 35 Robux, let's go. Und. Was passiert? Warte mal, das bringt gar nichts, Bro. Das wird einfach nur zu Gold. Das sieht zwar ganz cool aus, aber es ist nur ein kleiner Teil. Ey, aber da steht plus 5 pro Sekunde. Plus 5 Dollar. Ah, das heißt, man bringt gerade voll davon mehr Geld, oder? Das kann sein, stimmt. Daran habe ich nicht gedacht. Aber das lohnt sich doch überhaupt nicht, oder? Oh, das ist. Ich hab's auch gekauft. Hier ist einfach eine goldene Bowling-Dings. Können wir auch Bowling hier spielen irgendwie? Ich hab so einen goldenen Wasserfall. Lass auf jeden Fall Bowling spielen mit den Zuschauern. Schreibt unbedingt euren Namen rein in die Kommentare, Leute, bitte. Leute, aber das Haus ist wirklich so krass. Ich gehe hier einmal hoch direkt. Stell dir vor, du lebst oben, du gehst einfach runter oder ist einfach direkt eine Bowlingbahn. Wie cool ist das? Okay, kann man sein Haus auch färben? Weißt du das vielleicht? Ob das wirklich geht? Ich glaube, man kann sein Auto färben, oder? Ich probiere es mal aus. Warte einmal. Nee, das geht nicht. Aber ich habe irgendwie so Farbe. Da vorne sind irgendwie Sachen zum Farben. Ah, ich stecke fest. Okay, ich stecke fest. Okri, ich kann die Möbel anmalen. Wie cool ist das denn? Schildkrötengang. Ich werde alle meine Möbel in grün machen. Boah. Du steckst fest. Wieso das denn bitte? Alter, wie cool ist das bitte? Ich steck fest, Oxy. Oh nein, was ist passiert? Schützt das mal, grüne Möbel. Oxy, Hilfe. Oha. Ukri, ich komme, Junge. Ich helfe dir gleich. Ich habe aber leider noch nicht so viel Auto, ja? Ich muss erstmal hier weitermachen, ja, Ukri? Bro, Ukri, ich habe einfach eine grüne Couch, ne? Ich kann hier alles färben, Bro. Ich bin gestorben, Oxy, meiner Villa. Aber egal. Warte mal, wie geht das denn bitte? Warum ist deine Villa so unsicher? Ist das dein Ernst? Ich bin stecken geblieben. Ich musste mich selber umbringen, Oxy. Ukri, stecken geblieben. Das passiert echt oft bei dir. Aber ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal zum Briefkasten und schau, wie viel Geld auf mich wartet. 3, 2, 1. Boom, 300.000 plus. Was? Oh, ey, Oxy, du bist so viel reicher als ich, das ist so unfair. Alter, Leute, mein Haus ist so... Ey, aber ich wollte die reichste Familie. Ich glaube, ich muss noch mehr cheaten, Leute. Es kann doch nicht auf mir sitzen lassen. Du bist die reichste Familie. Ich würde sagen, ich bin eher in der reichsten Familie. Du bist eher so in der... du bist auch reich, Ukri. Aber wenn du vielleicht in meine Familie kommst, dann bist du noch reicher, glaube ich sogar, ne? Okay, ich würde sagen, Leute, machen hier erstmal alles richtig cool. Boah, hier so eine Schiebetür, auch richtig cool. Ukri, denkst du, man kann sich auch einen Helikopter-Landeplatz hier hinbauen? Weil das wäre echt cool. So was brauche ich nicht. Auf der Villa vielleicht drauf, ne? Ja, 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 ja. Das wäre echt cool, Leute. Die Sachen färben. Schaut das Video bis zum Ende. Ganz genau. Schaut das Video bis zum Ende, dann sehe ich es. Aber es kostet echt viele. Das kostet ja voll viel, was? Ja, ja, ja. Wollte ich gerade auch sagen. Das kostet echt voll viel. Alter, schaut das ganze Video bis zum Ende an, damit ihr seht, wie ich ein grünes Haus habe. Und ich würde sagen. Ich mache ein blaues Haus, Alter. Ein blaues Haus? Bro, ich mache alles in grün. Ich liebe die Farbe grün. Alles Babyblau. Nein, nein, nein. Ukri, ich liebe die Farbe grün, nicht blau. Billy liebt die doch auch. Nein, Alter. Billy tut immer so. Ist voll unfair. Der mag die Farbe Pupsi-Blau, Alter. So ein Ding ist das. Gar nicht. Hey, welches ist doch, klar. Wenn du Takis isst, dann ist dein Pups einfach blau, Alter. Spaß und Stress. Hast du schon mal Takis probiert? Einmal und du? Hast du die auch schon mal gegessen? Nee, noch nie in meinem Leben, ehrlich gesagt. Aber nie. Okay, ich würde sagen, Leute, wir bauen ja mal den Boden weiter. Hast du schon eine Terrasse eigentlich? Weil ich habe schon das, Bro. Ich hab hier, Alter, Bro, wenn du das jetzt wüsstest, ich habe schon die dritte Etage, ne? Das hab ich gar nicht bemerkt, Leute. Ich bin einfach so durchgegangen, dass ich gar nicht bemerkt habe. Alter, was? Okay. Als ob du schon so viel hast. Erstmal alles auf. Man kann ja alles vergolden, aber das ist so teuer, Mann. Das lohnt sich gar nicht. Alter, Ukri, in der zweiten oder dritten Etage gibt es noch ein Wohnzimmer. Welcher Mensch reiht 4 Wohnzimmer in seinem Haus? Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Ich habe keine Ahnung, das ist das dickste Haus. Die kannst du mit einer richtigen Familie leben. Das ist echt übertrieben, aber das sieht schon krass aus, Alter, muss man ehrlich sagen. Das ist ja kein Familienhaus, das ist ja eher sowas wie ein Riesenhotel für 100 Leute. Stimmt. Alter, ja, aber wie cool sieht das aus bei mir? Was? Bei dir? Bei mir sieht es viel cool. Aber Ukri, du hast dafür ein cooleres Sportauto, Mann. Hauptsache, mein Auto ist cooler. Ja, mein Auto ist cooler, aber mein Parkplatz ist... Mein Parkplatz habe ich 2 Parkplätze, finde ich. Für ein einziges Auto. Ist schon cool, aber... Ich dir ganz ehrlich, das ist schon ein cooler Flex. Ich würde sagen, ich habe sogar schon eine Klingel, Ukri. Warum hat das eigentlich so viel gekostet, der Parkplatz? 100.000? Ich glaube, man kann sich hier nur 3 Autos hinstellen und man will natürlich mehr haben als Millionär, oder? Ja, okay, hast schon recht. Okay, ich würde sagen, Leute, wir haben unser Haus hier schon mal relativ cool ausgebaut. Ukri, du kannst weiter an deinem Haus rumbauen. Weißt du, was ich machen werde? Und ich kann mich hinsetzen und chillen. Ukri, ich gehe hinten ran und werde mir jetzt meinen Fußballplatz ausbauen. Let's go. Fußballplatz? Ganz genau, ganz genau. Ich habe einen Pool, Alter. Noch ein Pool.
habe ich auch. Alter, wo krieg ich mir noch? Ist das Basketball? Nee, das ist Volleyball. Alter, das ist so wie Billy. Billy spielt auch Billy Volleyball. Billy spielt immer Volleyball, ganz genau, Leute. Also Billy ist in Real Life ein Volleyballspieler, Leute. Nicht so gut, leider. Oh, das leider, sieht so krass aus. Einfach hier vorne mit einem Pool, der einfach so die Mauer so bildet. Oh, Ukri, wollen wir mal zusammen so Volleyball spielen, wir beide? Ich würde dich einladen auch. Ich gebe dir ein bisschen Geld. Ja, aber du hast ja nicht so viel gerade, leider. Ja, okay, leider nicht, nein. Leute. Alter, ist das cool, Leute. Orksi, irgendwann wäre ich auch bestimmt so reich wie du. Ukri, hör mal zu. Einfach weiter an deinen Träumen glauben und danach, ey, Leute, wenn Ukri wüsste, dass ich hier einfach alles reingecheatet habe, Junge. Habe ich das gerade laut gesagt? Hey! Alles gut, Mann. Okay, Ukri, ich würde sagen, ich komme gleich vorbei, Alter. Mein Haus ist schon fast fertig. Fall gleich in 5 Minuten ungefähr. Wir haben jetzt noch 5 Minuten Zeit, um sowas weiterzubauen und dann vergleichen wir, oder nicht? Wir schauen, wer das coolere Haus hat. An und aus. Ich würde sagen, wer das coolere Haus hat, der, was bekommt der Ukri? Hast du eine coole Idee, oder? Ich krieg den Pups von Billy. Alter, Junge, dann will ich aber nicht das coolere Haus haben. Und let's go, Leute. Wand. Ey, Ox, ich habe jetzt auch fast die 2. Etage. Boom, ich habe wieder in den Stuhl und Alter, Ukri, ich habe den Esstisch. Ich habe meine erste Toilette, let's go. Bro, ich habe schon 3 Toiletten, okay, egal. Oh, okay, Leute, ich würde sagen, wir machen hier vorne einmal das alles. Ein paar Lichter. Ey, ganz ehrlich, mein Haus ist schon so krass, Alter, es reicht. Ukri, Bro, ich habe schon die 2. Küche gerade gebaut, ne? Junge, was, wie, du hast 3 Etagen? Ich bin nicht mal bei der 2. fertig. Ey, aber ich verstehe nicht, wozu braucht man bitte 3 Küchen, Alter? Sowas braucht man doch gar nicht im Leben. Jetzt mal ganz ehrlich, ich bin übertrieben. Junge, langsam reißt. Ich komme einfach jetzt zu dir rüber. Was? Du willst zu mir rüberkommen? Was soll das denn, Ukri? Ich baue hier noch, Alter. Du könntest doch nicht kommen. Oder nicht, Alter. Ich okay, jetzt. Leute, jetzt werden wir vergleichen. Und während Ukri zu mir fährt, Leute, denn Ukri ist mein erster Gast, baue ich hier noch ein bisschen weiter, Junge. Weißt du das eigentlich, Bro? Oxy, ich komme. Ich fahre mit meinem Porsche. Oh nein. Hast du ein Porsche? Ja, klar, Junge, habe ich doch gesagt. Oha. Du bist so cool, ne? Ich muss ehrlich sagen, mein Ukri, Haus ist. Soll ich mir in Real Life einen Porsche holen und das aufnehmen? Wäre das nicht voll cool, Bro? Ey, Ukri, ich habe einen Kinoraum. Ich habe einen Kinoraum. Ukri, ich habe einen Kinoraum. Ich glaube, iCrimex. Kennst du iCrimex? Nee, der hat doch keinen Porsche, Junge. Nee, okay. Wer hat denn Porsche, Junge? Ich habe keine Ahnung. Ey, ich steck mit meinem Auto fest. Mit deinem Auto steckst du fest? Alter, Ukri, du hast auch gar keinen Führerschein, Bro. Ja, okay, stimmt. Ich würde sagen, während du zu mir kommst, Ukri, ich sammle jetzt einmal kurz das Geld im Postkasten auf. Wow. Und dann werde ich mir auch ein cooles Auto kaufen. Ich komme zu dir, aber ich schaffe es nicht, zu dir zu kommen, weil mein Auto. Okay, Leute, jetzt werden wir vergleichen. Mal schauen, wer das coolere Haus hat. Aber Alter, schaut euch mein Haus an. Let's go. Oxy, wo bist du denn überhaupt? Ich bin in meinem Haus, Ukri. Ich sehe dich. Ich komme zu dir. Oh ja. Ich bin bei dir. Was geht ab, Oxy? Okay, Ukri, was geht ab? Alter, bist du direkt reingefahren oder was? Ja, aber muss ich ehrlich sagen, irgendwie finde ich dein Auto sieht irgendwie cooler aus als meins, oder nicht? Ich finde sogar dein Auto ein bisschen cooler als meins, wenn ich ehrlich bin, weil deins ist, glaube ich, auch teurer. Aber Ukri, willst du direkt mal mein Haus dir anschauen oder was? Komm mal mit rein. Ich mache direkt eine Haustour für dich. Okay, Leute, zuerst schaut. Okay, Ukri, ich würde sagen, komm mal rein. Zuerst schaust du mein Haus einmal an. Komm mal hier, Ukri. Das ist mein Sitz. Schau mal. Warte mal, Ukri, komm mal her, schau dir das mal an. Mein Sitz, Alter. Siehst du das? Ist das nicht cool? Oh yeah. Und weißt du was, Ukri? Weil ich dich so mag, weißt du was? Weil du mein Freund bist, Ukri. Boom, ey, das werde ich extra für dich hier. Nein. Bam. Oh, blau fährt. Ich mag Ukri. Das ist nicht hellblau, hä? So. Alter, das ist jetzt echt teuer, wenn ich das nochmal umfärbe. Aber das passt zu deiner Augenklappe. Ja, okay, das passt zu deiner Augenklappe. Ja. Ich würde sagen, hier vorne dann, Ukri, habe ich mein Bowling Center. Da spielen wir dann mit den Abonnenten. Das habe ich gold hier bei mir. Oh ja. Das hast du vergoldet. Das ist echt cool, ehrlich. Aber ich habe das vergoldet. Schau mal, das habe ich vergoldet. Okay, das ist irgendwie ein bisschen unnötig. Aber ich würde sagen, Ukri, schau mal hier vorne einmal. Hier ist ein kleiner Wohnzimmer. Hier können wir dann ein bisschen sitzen und Chatty entdecken. Reiche Villa, Junge. Oh ja. Komm mal mit. Hier vorne sind ein paar Sessel und so. Und es geht. Ukri, es geht noch weiter. Komm mit. Kannst du eigentlich auch bei mir Sachen einkaufen für mich? Weil es echt cool ist, machen würde. Kann ich nicht, Alter. Hier Ukri, hier ist mein Gym. Schau dir doch erstmal mein Gym an. Du hast gar nicht die 3. Etage. Wo ist denn die 3. Etage? Nein. Ukri, schau dir erstmal mein Gym an. Komm doch rein hier. Ich will gar nicht reinkommen. Oh ja. Komm hier rein. Wo bist du denn? Warte, ich komm zu dir. Ukri, hallo, cool. Ukri, wo bist du? Man kann hier Fernseher machen. Ja, klar. Aber, ey, nicht in meinem Haus, Junge. Hä? Was für Jackson-Familie? Junge, ich bin die reichste Familie. Wir sind Jackson-Familie. Nein, Orks ist die reichste Familie. Was redest du? Okay, Ukri, komm ins Gym, Junge, weil ich weiß, du trainierst in Real Life nicht so viel. Oder was? Ja, klar. Meinst du nicht eben, dass das ein Volleyballplatz oder sowas? Oh, du hast recht, ich dachte, das wäre Volleyball. Egal, komm mit, Ukri. Also, ich zeig dir etwas, ja? Schau dir das mal hier vorne an. Das ist einfach mein Sportraum. Oh, hab ich doch schon gesehen, Roxy, hä? Und guck mal hier, warte mal, komm mit. Hast du meinen Kinoraum schon gesehen? Komm her. Hier vorne. Boom, Alter. Hier können wir zusammen Kino schauen. Was? Ich würde sagen, Kino ist das einzig wahre. Boah, what schau mal. What the heck? Oh nein. Schau mal, wie cool der einfach aussieht. Hallo, was geht ab, Junge? Komm mal mit, wir gehen jetzt auf jeden Fall gemeinsam noch einmal runter. Okay, ich zeig dir jetzt noch was richtig Cooles. Bist du bereit oder was? Ich bin bereit. Hier vorne einmal der Wasser. Oh, nee, genau. Aber das ist für die Schildkröten. Hier können wir auch ein bisschen schwimmen. Oh yeah.
go. Okay, Ukri, ich würde sagen, willst du noch einmal mein krasses Auto anschauen oder was? Ja, du hast doch kein krasses Auto, so wie ich. Ja, Ukri, ich zeig dir mal ein kleines Geheimnis, ja? Denn ich habe hier die ganze Zeit richtig viel. Cool wie dein. Ukri, ich habe richtig viel Geld gespart und ich werde mir jetzt ein richtig krasses Auto Nein. kaufen. Oh ja. Okay, ich zeig her. Sagen, Alter, Leute, ich glaube, ich kannst du mich adoptieren, dann bin ich in deiner Familie und dann sind wir zusammen die reichste Familie. Weißt du was? Das kann ich sogar echt machen. Dann sind wir Zomle-Familie, weil wir sind ja auch Freunde. Let's go. Okay, ich würde sagen, ich habe 500.000. Soll ich mir lieber ein Auto holen oder wie du einen neuen Parkplatz? Nee. Kein Spaß. Hol lieber okay. das Auto. Ich würde sagen, Ukri, ich hole mir jetzt ein krasses Auto. Ja, dann fahren wir zusammen damit. Bist du bereit? Bist du bereit oder was? Leute, ich würde sagen, warte, ich check mal eben ab, welches kann ich überhaupt holen hier. Leute, schaut euch das mal an. Das ist einfach so, so ein Ferrari. Ich würde sagen, 3, 2, 1. Boom, ey, Ukri, steig schon ein, kleiner Mann. Das ist mein neues Auto. Das ist ein McLaren, ehrlich? Nee, oder? Oder ein Ferrari, ich dachte, keine Ahnung. Steig ein. Sieht irgendwie los, ähnlich aus. Wow, schau mal, wie cool ist das bitte? Nein, das ist doch, das ist ein Ferrari. Ich glaube, das ist dieser Enzo oder so, keine Ahnung. Oder ja, ganz genau, ich dachte auch Ferrari zuerst. Ey, okay, schön, cool, Gang. Fahr mich zurück, fahr mich zurück. Oh ja, ganz genau. Wir machen jetzt noch ein richtig cooles Rennen. Wir machen ein richtig cooles Rennen. Leute, lasst ein Like, damit ich gewinne, Alter. Aber mal schauen, welches Auto schneller ist. Bin ich echt gespannt jetzt. Wie viel hat dein Auto gekostet, Oxy? 500.000. Wo ist mein Auto hin? Ja, fahr ich mal zu mir nach Hause, da ist er wahrscheinlich. Wow, so, Freunde, ich würde sagen, wir fahren jetzt einmal direkt zu Ukri. Los, wir fahren jetzt zu dir nach Hause. Ukri, dein Haus ist ja gar nicht so weit wie meins, Bro. Naja, wir sind ja genau nebeneinander. Ich würde sagen, ja, schau mal, ich wohne da hinten. Ich bin ein bisschen höher als du, ne? Ja. Okay, ich würde sagen, park dein Auto aus. Wir machen jetzt eine Challenge, ja? Wer schneller ist. Ey, warte, wie viel Cash habe ich jetzt hier vorne, ist die Frage. Oh ja, das würde ich mich auch richtig interessieren. Warum kriegst du so viel schneller Booster als Cash? Hast du nicht dieses X2 geholt oder was? Das ist so ein X2-Boost, Bro. Es steht bei mir, dass ich das auch habe, irgendwie unten links. Aber ja, irgendwie kriege ich nichts. Okay, ey, wisst ihr was? Ich werde jetzt hier mein Auto nochmal ausrüsten. Okay, lass ein Wettrennen machen, ja? Ich bin echt gespannt, wessen Auto cooler ist, weil ich muss ehrlich sagen, eigentlich müsste meins schneller sein als ein Porsche, oder? Was denkst du? Weil meins fährt ungefähr 100, aber in Real Life fährt doch ein Ferrari schneller als 100. Ey, aber Sinn. Ich finde mein Dings da gar nicht, warte mal. Du hast dir für 1,2 Millionen geholt, oder was? Schau mal bei deinem Parkplatz vorbei, vielleicht ist das ja da. Kann sein. Oxy, komm, ich gehe jetzt nicht auf die Spur. Oh, ich bin gegen den Baum gefahren, Junge. So, und okay, Ukri, ich würde sagen, lass uns direkt das Wettrennen beginnen. Auf 3, 1, 2, 3. Ich bin hier schon an, so. Ciao, wieso ist dein Auto schneller als meins? Das macht gar keinen Sinn. Woohoo. Alter, Bro, das ist voll der Scam. Wie viel hat dein überhaupt gekostet, Ukri? Ey, ich kann 108 mph schnell werden. Und du? 108? Bro, ich fahre irgendwie 90. Was macht das für einen Sinn, hä? Keine Ahnung, ich bin einfach schneller als du, Junge. Leute, ich fahre einfach 90, Alter. Ich würde sagen, Schildkrötengang. Das war's mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst mir ein Like und ein Abo da. Ich muss ehrlich sagen, Ukri, mein Haus war cooler, aber dein Auto ist cooler, oder nicht? Ja, muss man ehrlich sagen. Ja, ganz genau. Okay, Hashtag Team Diamant in die Kommentare alle. Joint unserem Discord-Server. Leute, schreibt eure Namen in die Kommentare und haut rein, Chico-Gang, ihr seid die Besten, drückt aufs nächste Video drauf. 3, 2, 1. Auf die nächste Folge drücken. Alle Oxen mich abonnieren. Wow, ich bin ins Wasser geflogen. Oh nein.